Du hattest dann bessere Technik. Ich hab nur die ganze Zeit Gabriele Götz, die hier schreit. Nicht der Streamer. Schimpft mich. Ich wollte hier schreiben. Frag mich doch nicht, frag mich, wer streamt. Erst haben wir dich so lange warten lassen, ja, dass wir dich schon pünktlich angefangen haben und jetzt geht es nicht technisch. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ja die Arbeit von jemand. Das hat sich jemand ausgedacht. Das hat wie lange? Die Arbeit heißt, wir stellen einen neuen Rektor vor. Die Arbeit heißt, wir stellen einen neuen Rektor vor. Wir können starten. Okay. Hallo. Hallo alle. Der Livestream funktioniert jetzt. Hört ihr mich? Ja. Okay. Schön. Also willkommen nicht nur hier in der Dokumentarhalle, sondern auch im Livestream. Sorry, dass alle so lange warten mussten. Ja, jetzt haben alle Gelegenheit gehabt, mich zu sehen. Ich bin ja neu hier, ich kenne viele noch nicht. Ich bin seit 5 Wochen an der Kunsthochschule und freue mich auf einen Einstieg mit so einer fantastischen Ausstellung hier. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man, wenn man anfängt, gleich so viele spannende Ergebnisse sieht. Wir haben, wie ich gehört habe, weil ich ja Fisch bin, habe ich die letztjährige Ausstellung nicht gesehen, aber habe gehört, dass sie nur im Livestream stattfinden konnte. Diesmal schon mit einer bestimmten Anzahl Besucherinnen und wir hoffen, dass es einfach nächstes Jahr richtig groß wieder funktioniert. Also es wäre extrem wünschenswert und es wäre der Ausstellung auch zu wünschen. Ich konnte die gestern schon sehen und es sind wirklich fantastische Arbeiten und es ist schade, dass wir nicht noch mit mehreren Leuten hier zusammen feiern können und das alles sehen. Ich erzähle gar nicht viel, weil wir haben ein ganz spannendes Programm gleich. Ich freue mich, dass wir Eva von Redeker gleich hören werden und Ruan Krupa, beide dann auch im Gespräch mit der Kuratorin Sandra Böttger. Das ist eine Besonderheit hier, die finde ich sehr ungewöhnlich, aber auch wirklich eine sehr gute Tradition, dass die Studierenden, die Abgänger sind, sich die Kuratorin der Abschlussausstellung selbst auswählen. Ja, weil es ist ein extrem wichtiger und erster Schritt, ja, zum ersten Mal was ausprobieren und auch im Gegensatz zu anderen Kunsthochschulen, die ich kenne, nicht in den Räumen der Kunsthochschule, sondern tatsächlich schon außerhalb, sozusagen in der freien Wildbahn und dann natürlich gleich hier in so einem wahnsinnig großen, fantastischen Ambiente, was so eine Mischung ist aus Irre, ja, schon fast der Sprung ist riesengroß, aber gleichzeitig auch eben genau interessant und genau richtig, ja, nämlich gleich sozusagen mit jemand, den man sich auswählt, mit dem man gerne zusammenarbeiten wird und an einem Ort, der wirklich eine Herausforderung ist, also wo einfach eine Wand plötzlich 5-mal so groß ist, wo die Dimension, es ein Dimensionssprung ist und sozusagen einen nochmal was anders abverlangt. Das finde ich extrem wichtig. Und dass das hier stattfinden kann, hat, und dass es schon so oft stattfinden konnte, hat mit einem fantastischen Engagement zu tun, nämlich mit der CDW-Stiftung. Herr Flügge, der Geschäftsführer, ist heute hier. Das ist wirklich eine langjährige Zusammenarbeit der Unterstützung. Und ich kann nur sozusagen diese Aufmerksamkeit, die auch die Stiftung auf dieses Projekt richtet, die kann man ganz einfach dann ablesen, dass Sie gesehen haben, jetzt in den Corona-Zeiten ist es noch schwieriger für Studierende neu als Abgänger anzufangen draußen. Es ist noch komplizierter, sozusagen den ersten Schritt zu machen. Und deshalb wurde dieses Preisgeld für den Förderpreis erhöht. Also wir konnten sozusagen etwas mehr Geld dankenswerterweise ausschütten, was natürlich wichtig ist. Die Preisträger sind dann nächstes Jahr wieder in der Ausstellung zu sehen. Das ist auch eine sehr spannende Tradition, dass man sozusagen dadurch den Kontakt hält. Das sind alles Dinge, die ich jetzt ein bisschen neu gelernt habe und die für mich aber, wo ich sage, die sind sehr beachtenswert, weil die kenne ich aus anderen Zusammenhängen nicht. Also die finde ich sehr spannend. Das Programm oder die Einladung heute Abend, die, wie wir gleich sehen, hat Sandra Böttger zusammengestellt und das finde ich auch eben
eine ganz, ganz spannende Erweiterung dessen, was wir sehen, was mir aufgefallen ist an der Ausstellung, dass es sehr viele politisch bewusste Haltungen sind, auch auf den Umgang mit Material sehr bewusst achtende Arbeiten, also mehr, als ich sonst bei Abschlussausstellungen kenne, aus den Kunsthochschulen, an denen ich gearbeitet habe. Ich habe mich erst gefragt, ist es so eine Jahrgangsfrage, und hatte dann von den Verantwortlichen aber gehört, dass es eigentlich fast eine Kassel-Spezialität der letzten Jahre auch war, was ich ganz interessant finde. Also, dass sich da so eine Besonderheit auskristallisiert. Vielen Dank natürlich erstmal an alle Abgänger, Examens, Ausstellenden, die hier diese fantastische Ausstellung zusammengestellt haben, und an alle Lehrenden, die das zusammen erarbeitet haben, im Vorfeld natürlich mit Ihnen. Und dann kommen wir natürlich zur Jury, die hier jetzt heute den ganzen Tag sich die Ausstellung angeguckt hat und dann, wie ich gehört habe, ziemlich heiß diskutiert haben. Also es ist nicht ganz einfach gefallen bei der Auswahl. Manchmal ist es ja so, dass es selbstverständlich ist, aber es gab anscheinend ziemlich gute Diskussionen. Zur Jury gehören Britta Langemann, Fritz Laszlo Weber, Felix Vogel und Mario Messerle. Vielen Dank dafür. Und nicht zuletzt dem ganzen Team der Examen natürlich danke von Seiten der Kunsthochschule, also alle, die beim Aufbau beteiligt waren, die sozusagen die ganzen Woche jetzt mit den Studierenden zusammen in dieser doch ziemlich anstrengenden und aufregenden Aufbauphase tätig waren, das Catering gemacht haben, die Technik, Hausmeisterei und alle Dinge, die dazugehören, damit so eine Ausstellung überhaupt funktionieren kann. Ja, also vielen Dank nochmal von Seiten der Kunsthochschule. Und das war es auch schon. Ich will gar nicht zu viel reden, weil jetzt haben wir ja ein sehr interessantes Programm und es geht, glaube ich, mehr um die Inhalte und mehr um die Kunst als um eine Einführung. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Schmiedl. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, liebe Meisterschülerinnen, liebe Meisterschüler, das Wichtigste am Anfang, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu dem Abschluss, den Sie verbracht haben in wirklich schwierigen Zeiten, und herzlichen Glückwunsch zu dieser Ausstellung. Herr Schmiedl hat es eben schon gesagt, die eine besondere inhaltliche Tiefe hat, und auch da möchte ich das einfach nochmal betonen, Frau Böttger, die Art und Weise, wie Sie die einzelnen Exponate hier geholfen haben zu inszenieren, glaube ich, lädt auch dazu ein, sich dieser Tiefe der Arbeiten zu stellen. Also man hat eine hohe Verweilqualität, und ich kann auch die Leute im Livestream nur dazu einladen, die nächsten Tage dazu zu nutzen, hier unter Einhaltung aller Hygieneregeln zu kommen und diese Ausstellung zu besuchen. Auch von uns ein großes Dankeschön an die vier Jurymitglieder. Herr Schmiedl hat sie eben schon netterweise erwähnt. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich das Ergebnis schon kenne. Deswegen bin ich hier ganz entspannt und habe alle Zeit der Welt, hier eine sehr lange Rede zu halten. Ja, und das werde ich jetzt ausnutzen. Nein, ganz und gar nicht. Aber noch ein Wort zu der schwierigen Situation. Es ist so angenehm, die Examen wieder in Präsenz eröffnen zu dürfen und wenn auch nur in wenige ausgewählte Gesichter gucken zu dürfen. Eigentlich sind es auch nur die Augen, die man sieht, ja, aber in diese Augen gucken zu dürfen. Wir haben es das letzte Jahr erlebt, dass eben die Examen eine gute Ausstellung ist. Sie ist aber eben auch mehr als das. Sie steht für den Übergang von vielen jungen Menschen von der Ausbildung in den Beruf. Und ich glaube, wenn wir irgendwas auch erlebt oder gelernt haben in dieser Pandemie, dann ist es, dass es gerade diese freudigen Erlebnisse sind, die es am schwierigsten sind, in die digitale Welt zu übertragen. Also dieser Moment der Preisvergabe, des sich gemeinsam freuens, nochmal das gemeinsam zu erleben, dass man zusammen etwas auf die Beine gestellt hat, das muss die Menschen zusammenbringen. Und von der Warte aus bin ich unglaublich froh, dass wir dieses Jahr einen Jahrgang hatten, der mit einem hohen Engagement und einem hohen Bewusstsein auch für die Situation diese Ausstellung konzipiert hat. Es war als CDW-Stiftung, als Förderer eine Freude, wie viel Eigenengagement dabei ist. Und umso überraschter bin ich dann noch von der inhaltlichen Tiefe dieser Ausstellung, weil ich mich schon frage, wo kommt die ganze Zeit her, die Sie in den letzten Wochen, Monaten aufgebracht haben. Und da möchte ich mich einfach bei allen Beteiligten
bedanken. Und ich werde keinen Namen aufzählen, weil da werde ich mit Sicherheit einen vergessen. Aber es ist eine ganz, ganz große Freude, als CDW hier heute zu stehen und mit Ihnen diesen Abend verbringen zu dürfen. Und bei allen, die im Livestream sind, möchte ich mich entschuldigen, dass Sie nicht dabei sein dürfen. Aber Sie haben die Möglichkeit, diesmal im Gegensatz zum letzten Jahr die Ausstellung zu besuchen unter Einhaltung aller Regeln. Und da möchte ich einfach auch alle Besucher nochmal zu einladen, die hier Ausstellenden. Die Kunsthochschule hat sich wirklich viele Gedanken gemacht, wie sie das ermöglichen kann und hat das sehr gut gemacht. Und wir sollten uns an diese Regeln halten, damit wir das hier heute auch zusammen genießen können und feiern können. Und damit belasse ich es auch, weil Sie sind gespannt, wer gewonnen hat. Ich weiß es schon und freue mich aber darauf, die Reaktion zu erleben und möchte mich einfach auch bei Ihnen nochmal ganz herzlich bedanken, Frau Böttger. Ich finde das ganz großartig, wie Sie hier mit den ganzen Ausstellenden zusammengearbeitet haben. Jetzt habe ich doch was ganz Wichtiges vergessen. Ich mache es doch ein bisschen länger, Entschuldigung. Übergang, ich habe es gesagt. Der Übergang, es gibt einen weiteren Übergang. Wir haben den Übergang von Joel Baumann zu Herrn Professor Schmiedl. Ich möchte schon noch ein Wort des Dankes an dich richten, Joel. Ja, du hast ja eigentlich ganz lange diese Ausstellung auch dieses Jahr noch begleitet. Und wir haben einfach die letzten Jahre, glaube ich, immer sehr gut zusammengearbeitet. Und es war mir immer eine Freude, in Austausch mit dir zu treten. Und ich habe es eben auf der Treppe schon zu dir gesagt, möchte es aber auch einmal öffentlich sagen. Ich glaube, dieser Jahrgang ist einfach so, der steht auch für das, was wir immer verabredet haben, was dir ganz besonders wichtig war, nämlich das hohe Eigenengagement, die Verantwortung für das eigene Tun. Und das in dieser jetzigen Zeit, das ist irgendwie sehr würdig, finde ich, dass diese Ausstellung auch deine Ausstellung ist, so würde ich es jetzt mal nennen. Ich hoffe, ich werde dir damit auch gerecht, aber vielen Dank da nochmal für und jetzt einen schönen Abend allen zusammen. Hallo? Kann man mich gut hören? Super. Soll ich die Maske abziehen, ja? Okay. Hallo, ich freue mich sehr, 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 diese Eröffnung heute, ich halte mich an den Text. Ich freue mich sehr, 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 die stehen alle hier, heute Abend endlich die Ausstellung eröffnen zu können, die mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Die letzten Tage waren wild und tender. Und wenn man einmal in diesen Kategorien angefangen hat zu denken, ist fast alles wild oder tender oder beides gleichzeitig. Das sind die besten Momente. Der Aufbau war oft wild, aber es gab sehr viele sehr schöne, sehr berührende Momente. Und das stimmt, was Herr Flügge gerade gesagt hat. Es gibt sehr viele Arbeiten, die sehr tief gehen und das hat mich sehr oft sehr bewegt. Trouble coming. Danke. Genau so war aber auch der ganze Prozess des Kuratierens wild. Und ich habe mich noch nie in so kurzer Zeit in so viele Arbeiten eindenken, einfühlen müssen. Es war sehr schön, die ganzen Begegnungen mit den Ausstellenden. Und ich werde sicherlich noch eine Weile von dieser reichhaltigen Erfahrung zu zehren wissen. Wild Things, Tender Narrations, wilde Dinge, zärtliche Erzählungen, ist vielleicht etwas, was Kunst und Gestaltung und viele andere Sachen generell machen. Geschichten erzählen, sich mit Dingen beschäftigen, die mehr als eine Minute Aufmerksamkeit brauchen, verrückte Methoden in den Raum stellen, durch welche eigentlich unhinterfragte Gegebenheiten plötzlich Alternativen anbeigesellt werden. Aber ich habe das Gefühl, und das hat die Jury ja auch heute nochmal bestätigt, dass dieses Jahr wirklich viele Arbeiten zu finden sind, die sich sehr geduldig, sehr zärtlich, sehr aufmerksam, auch mit schwierigen oder komplizierten Themen auseinandergesetzt haben und die sehr gut an das Publikum bringen. Ganz besonders möchte ich mich hier bei drei Personen bedanken, weil ich als Kuratorinnen vor Ihnen stehe, nämlich bei Marlene Kuth, Frauke Rohenkohl und Amadeus Werner, das kuratorische Ausstellungsteam, die vor allen Dingen die ersten Gespräche mit den Ausstellenden begleitet haben. Sie haben Räume für die Treffen organisiert, sie haben wahnsinnig viele Aufgaben übernommen und durch sie war eine erste Brücke zu allen Ausstellenden möglich und das war einfach wahnsinnig wertvoll. Ich freue mich nun, den Eröffnungsabend einzuleiten oder weiterzuleiten und möchte kurz das Programm des heutigen Tages vorstellen. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Auf meine kurzen Worte wird ein Gespräch zwischen Eva von Redeker und Reza von Ruhan Grupa folgen.
und darauf anschließend wird die Jury die Förderpreise vergeben. Um 21 Uhr findet dann noch eine Führung statt. Dafür können Sie sich in den Eingangsbereich bewegen. Und ein weiteres Gesprächsformat bietet die Möglichkeit, tiefer in einige Arbeiten einzusteigen. Elko Braas, Sophie Hilbert und Malte Richter werden miteinander sprechen. Und Marlene Salmann moderiert dankenswerterweise diese vielversprechende Runde. Es geht im weitesten Sinne um das Verhältnis von Natur, Mensch, Kultur, Industrie und weitere dieser Schlagwörter. Aber natürlich auf viel schönere Weise, als diese Schlagwörter es hier anreißen könnten. Und jetzt würde ich gerne zu dem Gespräch mit Eva von Redeker und Resa überleiten und werde... Oh, doch noch nicht. Ich habe nämlich die Aufgabe, einmal wirklich Namen zu nennen, was die Dankesliste angeht. Ich nehme einen Schluck Wasser vor. Ja, das ist wirklich toll, weil es waren wirklich so unheimlich viele und unheimlich engagierte Personen an der Ausstellung beteiligt, dass es mir wirklich eine Freude ist, die jetzt alle mal zu nennen. Und wirklich Entschuldigung an alle, die da nicht stehen und trotzdem was gemacht haben, weil es werden garantiert Leute dabei sein. Tut mir leid. Organisation, das Orga-Team, Frauke Rohnkohl, Malte Richter, Jule Leinpinsel, Marlin Kuth, und wirklich die unbezahlbare studentische Hilfskraft, Flora Sass, wink mal, sie ist Gold wert. Das Vermittlungsteam, das auch ganz süß zwei verschiedene Führungen, einmal Wild Things, einmal Tender Narrations Motive in den Führungen basiert, koordiniert hat. Ich freue mich total, an einer teilzunehmen. Steffi Jordan, Pauline Postel, Marlin Kuth, Flora Sass und Anna Fischer. Herzlichen Dank, dass ihr das in die Hand genommen habt. Das Gestaltungskonzept und die Umsetzung ist von Jule Leinpinsel und Malte Richter. Und auch da wirklich nochmal meinen allergrößten Dank für die gesamte CI, die mittlerweile entstanden ist. Es war eine unfassbar schöne Zusammenarbeit und ich bin sehr, sehr stolz auf das Ergebnis. Dann möchten wir uns natürlich im Namen aller Studierenden ganz herzlich bei der CDW-Stiftung bedanken, die wirklich diese Ausstellung auf unfassbar coole Weise gefördert hat. Ich höre einen Kopfschütteln. Also unterstützend, sehr so wohlwollend immer an unserer Seite war und immer mit uns auch in Dialog getreten ist. Und das war einfach eine total tolle Zusammenarbeit und natürlich eine immense finanzielle. Und dann möchten wir uns auch ganz herzlich bei Ambion bedanken. Einerseits für den technischen Support, also in etwa alle Beamer, die Sie hier sehen und auch die ganz großen sind von Ambion. Und wir möchten uns auch ganz herzlich für einen Aufbautag mit Ambion bedanken, wo Beamer, die Sie hier sehen und auch die ganz großen sind von Ambion. Und wir möchten uns auch ganz herzlich für einen Aufbautag mit Ambion bedanken, wo wirklich alle Leute hier mit uns aufgebaut haben und einer immensen Geduld und Expertise die ganzen technischen Sachen zum Laufen gebracht haben. Außerdem wurden wir von Hütz gesponsert, unten gibt es Bier, und von Brotgarten, die für die Snacks verantwortlich sind. Beziehungsweise sie sind für die Rohware verantwortlich. Das Catering-Team, die dann Snacks daraus gemacht haben, sind Jule Leinpinsel, Franziska Ulrich, Joscha Lohrengel und Daniel Westhof. Okay, Illustrationen, die auf der Webseite zu sehen sind und auch überall jetzt an den Arbeiten kleben als Label, ist ein ehemaliger Student auch von der Kunsthochschule Kassel, nämlich Michel Esselbrügge, der die Illustrationen auf wirklich wahnsinnig schöne, süße Art und Weise gestaltet hat. Und Stefan Endres hat dann
sowohl das Grafikkonzept als auch diese Illustration zu einer total tollen Webseite zusammengebaut, die auch die CDW-Stiftung sehr großzügig gefördert hat. Also dafür auch nochmal an alle Beteiligten ganz herzlichen Dank. Jetzt fasse ich ein paar Leute mal zusammen. Ich bin ganz dankbar für die Koordination der ganzen Technik bei Ambion, für Sophie Hilbert. Ich bin sehr dankbar, dass Amadeus Werner die Koordination von Videodrehs übernommen hat. Die Videoproduktion ist von Vanja und Matti. Ich habe leider euren Nachnamen nicht. Und dann der Live-Schnitt dieser ganzen Veranstaltung wird von Jan Heiser und Christoph Neugebauer organisiert. Ihr könnt auch mal kurz winken, wenn ihr... Der Sound von Jochen Laube und... Die Fotografie und die Bildbearbeitung von Lukas Melzer. Ganze Ausstellung wirklich nicht funktioniert hätte, Çiğdem Özdemir, die Pressestelle. Und Susanne Mertens unterstützend. Und außerdem möchten wir uns ganz herzlich bei Uwe Leifheit, dem Hausmeister der Dokumentahalle, bedanken, der wirklich die letzten Wochen extrem unterstützt hat. Okay, jetzt kommt aber wirklich der ernste Teil des Abends. Dafür wechsle ich ins Englische, mit dem praktischen Grund, dass Reza der Sache folgen kann. Wild Things, Tender Narrations, the title of this year's graduation show of the Kunsthochschule Kassel, references Jack Halberstam's publication Wild Things and Olga Tokarczuk's publication, or rather her Nobel Prize lecture, Tender and the tenderness, where she applies the tenderness notion to the object of looking at things very carefully. Wild Things, Tender Narrations composes both, investigating the points of touch of the wild and the tender. Things falling out of place, beings not in control of their works, the decision to follow a hint. Eva von Redeker is a philosopher, author, and teacher. I actually know her from being an engaged interlocutor and speaker, which is why I'm so happy to have her here tonight. Her latest book focuses on different movements around the world that fight for their existence. Existence being a thing that embraces much more than living and dying. It is a book about caring relationships, earthly survival, togetherness, and revolutionary modes of organization. Isvanto is part of the curators collective of the Documenta 15. Their curatorial approach focuses on flat hierarchies and collective practices, as well as a caring use of resources. Oh, dabei fällt mir ein, the chairs on which you're sitting is a very, very generous gift, or not a gift, but a Leihgabe, also from Ruan Grupa. So thank you for that. Ruan Grupa's keyword is lumbung, the Indonesian word for a communal rice barn where the surplus harvest is stored for the benefit of the community. During the preparings of this talk and the exhibition, we were sitting oftentimes for a couple of hours in their office. These meetings, albeit being working meetings, gave me a lot of energy. They reminded me, again, that a generous and well-meaning surrounding is the best place for exchanging ideas and working together. I was very happy that Lambang is by no means only a word, but a practice they live in every single moment I was with them. Ah, they try to share everything they have with us. These chairs, for example, and we're so happy to have given them some structures they could benefit from. For example, the opportunity to host a workshop on composting knowledge with Yuki also on Friday night. Both positions, Eva and Reza, are deeply caring about the world we live in. However, with their very different methods.
I'm more than happy to bring both these important people into dialogue on this occasion and would now like to open the floor for them to speak. Thank you very much. Ich rede doch damit, ne? Oder ich habe das ja eh. Yeah, good evening, everyone. I must say I'm a bit overwhelmed and humbled. Thank you so much for your kind introduction, Yandra, and also for inviting me to this event. And it's so amazing to be invited to an event that is such a festive occasion and that was kind of co-created by a lot of the people who are here. So thank you so much to all the artists who are exhibiting their work, like real artists do. And I'm really looking forward to seeing more later when I walk around. I had some peeks already and I'm so excited by this stuff. I have brought a little like 3-sentence quotation, a snippet of text that I want to read to you. No worries, the rest won't be read. And that my presentation or my conversation with you will circle around. This is a description of a woman, an elderly lady from Tyburn in England. And here's how she's described. She had picked about a basket of pears in the neighbor's field without permission. Asked to return them, so the pears, she flung them down in anger. Since then, no pears would grow in the field. Later, William Goodwin's servant denied her yeast, whereupon his brewing stand dried up. She was struck by a bailiff who had caught her taking wood from the master's ground. The bailiff went mad. Do you think, is this not loud enough, the headset? Oh, sure, of course. But then I guess we switch that off. And I mean, it wasn't, is that better? I can also speak up more. So just wave and then I'll start shouting. Like at a proper witch trial. Okay, so I know very little about that concept, Lambang, and I'm very excited that maybe you will be willing to share a bit more about it. But I immediately had this fantasy that, you know, it's this place of abundance where everybody who needs something can take it from that barn. It's a barn that everyone can come if they're in need. And that may answer sort of saying why we are maybe in such a mess that we're in, then that brings us maybe to my profession as the critical theorist, who's always there to say like what's wrong and why it is wrong. So some thoughts on that, which will bring us back to Margaret Harcourt in a little moment. So one way to say what's wrong is, of course, to say what's wrong is the system we live through is, however we call it, maybe colonial capitalism or racial capitalism, colonial modernity. So what kind of system is that makes Lambangs such rare places? And I've recently been very inspired by the work of the decolonial feminist thinker Rita Segato from Brazil and Argentina. So she's Brazilian but teaches in Argentina. Her work has just now been translated for the first time into German. And her account of what colonial modernity is that she calls it's a historical project of things, as opposed to what she thinks is a very broad historical project of many different indigenous locations.